So Leute, ich habe hier jetzt wieder ein anderes Mikrofon dran. Hier, zwei Mikrofone mit dem Dongle, der an den Computer angeschlossen wird, also der Empfänger. Zwei solche Dinger hier, dieser Art, könnt ihr sehen. Hier ist so eine Klammer. Ja, da muss man sehr kräftig drücken. Dann kann man das hier befestigen. Ich habe es hier einfach am Ende. Ich höre mich nicht gut an. Bin erkältet. Ziemlich erkältet. Ich glaube, ich habe die Grippewelle, ne? Die saisonale. Ist natürlich Covid-19. Was anderes gibt es ja nicht mehr. Naja, gut. Also. Preis für die beiden Mikrofone mit dem Empfänger und zwei Käbelchen. Solche Käbelchen hier. Habe ich hier irgendwo hingeschmissen. Ja, das ist USB-A auf C. Ne? Kannst du also USB eingehen und hier direkt alles anschließen. Ich hatte ja schon zwei solche hier für 9,99 Euro. Jetzt habe ich dieselben nochmal gefunden oder die gleichen nochmal gefunden unter einer anderen Marke. Zwei Stück, 7,99 Euro. Und eins von den beiden transportiert jetzt meine Stimme über dieses kleine Mikrofon hier. Drahtlos zu dem Mac. Ja. Andere geben hunderte von Euros aus für solche Ansteckspielereien. Können wir gleichzeitig testen hier. Und zwar gehe ich jetzt ein bisschen weg. Ist ja drahtlos. Ich bin ja nicht alleine am Rechner verhaftet. Ist das interessant, was er da erzählt? Ja. Naja gut, dann mach. So. Bin wieder da. Ah. Wie spät haben wir? Geht auch noch. 20 vor 8, soweit ich das sehe. 19.40 Uhr und 36 Sekunden. Okay, das reicht jetzt für den Test. Ne? Machen wir mal Schluss. Selbst sind. Es wird sich verändern und es wird Auswirkungen haben auf das, was wir selbst sind. Wenn wir auf das Internet schauen, sehen wir, dass diese vierte industrielle Revolution in der Tat weltweit explodiert. Hier ist ein kurzer Überblick über einige der aktuellen Ereignisse. Diese Dame ist eine Sozialarbeiterin, die Menschen hilft. Aber die beunruhigende Realität ist, dass sie selbst kein Mensch ist. Dieses Mädchen ist ein weiteres Beispiel für einen Roboter, der den Menschen ersetzt. Ihr Name ist Erika und sie wurde geschaffen, um einsamen Menschen emotionale Unterstützung zu bieten. Dies sind Beispiele aus der realen Welt von Robotern, die den Menschen ersetzen. Wie die Initiative 2045 sagt, wollen sie die Menschheit beenden und in eine neue Ära der Neohumanität führen, ein Zeitalter, das auf das Zeitalter der Menschheit folgt. Aber es steckt mehr dahinter, als man denkt. Was die Öffentlichkeit in diesen Videos zu sehen bekommt, ist nur ein winziger Bruchteil dessen, was wirklich entwickelt wird. Hinter den verschlossenen Türen von streng geheimen Militärprogrammen existieren humanoide Roboter eines ganz anderen Levels. Niemand weiß, wie weit sie wirklich mit ihren Entwicklungen sind. Diese Videos sind nur das, was sie der Öffentlichkeit zur Erkenntnis geben.